funktioniert Lead-Generierung als Freelancer oder als Agentur? Also wie generierst du Interessenten für dein Angebot? In diesem Video beschreibe ich dir meine seltene Sicht auf diese Dinge, die auch etwas ungewöhnlich ist, weil ich einen 360-Grad-Blick habe. Denn ich selbst war Freelancer, der daran gescheitert ist, Freelancer, der das gemeistert hat, habe 500, 600 Kunden gezeigt, wie das funktioniert, also habe auch das ganze Feedback von diesen Kunden bekommen, was besonders gute Dinge sind. Manchmal haben das Leute getweakt und das hat besser geklappt als die Methode, die ich denen verraten habe. Das habe ich dann natürlich eingebaut in die Methode, die ich dir jetzt verraten werde. Und jetzt auch seit einem Jahr, gut, ein bisschen länger als einem Jahr, aber seit einem Jahr intensiver, bin ich sogar auch Auftraggeber von Freelancern und sehe aus Auftraggebersicht, was gut wirkt, was No-Gos sind. Das heißt, du hast jetzt in diesem Video eine 360-Grad-Sicht, die dir Klarheit darüber bringt, wie du Interessenten für dein Angebot generierst. Bevor wir starten, wer bin ich? Mein Name ist Marwan, ich bin der Gründer der Finally Freelancing. Wir haben 2020 die Finally Freelancing gegründet. Mittlerweile haben wir 15 Mitarbeiter, sitzen in Hamburg, haben über 600 Kunden betreuen dürfen und machen mehrere Millionen Jahresumsatz. Und wenn du Zuschauer bist und uns noch nicht abonniert hast, abonniere uns jetzt. 60-70% unserer Zuschauer sind nicht Abonnenten. Ich würde mich sehr darüber freuen. Wir investieren viel in unseren YouTube-Channel, in unser Setup und, damit wir geilen Content liefern können, damit wir die Messlatte für den deutschen Content noch einmal anheben. Ich hoffe, dir gefällt der Content. Lass ein Like da, lass einen Kommentar da, wenn es dir gefällt. Sharing is caring. Jetzt geht's ans Thema. Wie funktioniert Lead-Generierung? Wie gesagt, ich habe gerade beschrieben, warum das jetzt so eine, ich will nicht sagen einzigartig, klingt so hochtrabend, aber warum das eine sehr spannende Sicht auf die Dinge ist und warum ich jetzt anhand von Beispielen keinen nennen kann auf dem deutschsprachigen Markt, der diese 360-Grad-View drauf hat, wie Lead-Generierung funktioniert. Denn was da draußen gerade gepredigt wird, ja, du musst nur genug Nachrichten rausschicken, ja, schick Nachrichten raus, ich habe schon alles gesehen, ich bekomme auch immer wieder Nachrichten auf LinkedIn mit, habt ihr noch Platz für Neukundenanfragen? Also alles getarnte Pitches und, was alles nicht mehr funktioniert. Das heißt, wenn du diese Dinge machst, bleib auf jeden Fall dran, denn ich verrate dir in diesem Video, was funktioniert und was ich an deiner Stelle machen würde. Lead-Generierung. Es gibt nicht den einen Magic Bullet bei Lead-Generierung. Es gibt nicht die eine Methode, die das Allheilmittel ist. Denn it depends. Es kommt drauf an, wo du dich befindest, was für ein Angebot du hast. Das sind ganz wichtige Faktoren, die die Toolbox deiner Lead-Generierung beeinflussen. Stell dir Lead-Generierung wie eine Toolbox vor. Und ich erzähle dir gleich, was für Tools du hast. Da drinnen hast du ein Continuum, das heißt links und rechts. Links hast du eine, entschuldige meine Ausdrucksweise, das klingt so Jäger, aber ich nehme immer diese Metapher. Links hast du eine Harpune und rechts hast du ein Fischernetz. Und jetzt fragst du dich, wie bekommst du einen Fisch, also ein Lead, einen Kunden? Und das ist ein Continuum. Die Harpunenmethode hat weniger Volumen, braucht mehr Vorarbeit, mehr Recherchearbeit, aber die Trefferquote ist höher. Beispiel, was kann eine Harpunenmethode sein? Ich mache mehr Recherche über den Lead. Ich wärme ihn vorher auf, bevor mein Pitch kommt und ich ihn in ein Erstgespräch hole. Ich setze mich mehr mit ihm auseinander, dass ich, wenn ich mit ihm spreche, genaue Dinge erwähnen kann aus seiner Instagram-Story. Bei mir poste ich ab und zu Feierabend-Kokoswasser. Wenn mir jemand ein Bild schicken würde mit Feierabend-Kokoswasser, dann hat er meine Aufmerksamkeit. Ich weiß genau, diese Person setzt sich mit mir auseinander und ich lese, was danach kommt, weil ich das so spannend finde, merkst du, das ist die Harpunenmethode. Dann habe ich die Fischernetzmethode. Die Fischernetzmethode ist, ich werfe ein Netz aus und gucke, was reinläuft. Das geht über Masse. Du hast sehr ähnliche, schon fast Copy-Paste-Nachrichten, die du aber auf Masse schickst. Und je besser du in diesen Nachrichten bist, desto höher ist deine Resonanz, die du bekommst. Und dein Ziel bei der Lead-Generierung sollte es sein, dass du eine 8-20%ige Antwortquote mindestens hast auf deinen Messaging, auf deine Nachricht. Wenn du das nicht hast, ist entweder dein Messaging nicht richtig oder aber dein Angebot ist nicht richtig. Das heißt, wir gehen so quantitativ bei unserer Beratung vor, dass wir wirklich auf diese Zahlen schauen und gucken, ob wir beim Angebot, ob wir beim Messaging ansetzen, ob wir die Person da unter die Arme greifen, um dann nochmal zu schauen, wie wir das feinschleifen. Also, du hast links die Harpunenmethode, rechts das Fischernetz. Das eine ist viel Volumen, hast du viel Schlagzahl, eine geringere Antwortquote. Das linke ist weniger Schlagzahl, wenig Volumen, eine viel höhere Antwortquote. Womit startest du, wenn du am Anfang startest? Und da gibt es eine eindeutige Antwort zu. Du startest mit der Harpunenmethode. Warum startest du mit der Harpunenmethode? Gerade am Anfang, wenn du startest, glaubst du vielleicht noch nicht so an Lead-Generierung, wenn das deine ersten Leads, die du generierst. Du glaubst noch nicht hundertprozentig an dein Angebot und du bist noch nicht super, super gut im Vertrieb. Und da ist es Gold wert, mit der Harpunenmethode zu starten. Warum?
Du hast weniger ein schlechtes Gewissen, weil das nicht mehr spammy rüberkommt, weil du nicht copy-pastest. Du gehst auf dein Gegenüber ein. Das ist eine coole Nachricht. Das heißt, du hast weniger Hemmung, sowas zu machen. Die Resonanz ist höher. Auch wenn die Leute nicht zuschlagen, schreiben sie in der Regel mit dir oder ihr seid in einem Gespräch. Und diese Resonanz, das ist ein Win-Win. Entweder sie schlagen zu und sagen, hey, das klingt spannend, coole Nachricht, lass uns mal sprechen. Oder aber sie sagen, hey, vielen Dank, super witzige Nachricht oder danke für deine Nachricht, aber das ist erstmal nichts für mich. Ich komme in Zukunft vielleicht nochmal auf dich zu. So, und dann kannst du sagen, danke für deine Antwort, das hilft mir sehr, unabhängig, ob wir zusammenkommen oder nicht. Lass mal das Angebot beiseite, dann holst du ihn aus diesem Sales-Frame raus. Seine Guards sind nicht mehr ab und er sagt, okay, die Person will mir nichts mehr verkaufen. Dann sagst du, lass uns mal den Sale beiseite lassen oder den Pitch beiseite lassen. Was hätte mein Angebot haben müssen, damit du dich bereit erklärt hättest für ein Gespräch, damit du ein weiteres Gespräch gebucht hättest, damit du ein Angebot angefordert hättest? Das würde mir super helfen. Ich fange gerade an, dieses Angebot aufzubauen und ich bin mir sicher, dass es viel auf dein Karma-Konto einzahlt. Die meisten Leute, und du wirst überrascht sein, nehmen sich die Zeit dafür. Und du kannst auch sagen, kannst du auch stichpunktartig. Du kannst mir auch eine Sprachnachricht schicken. Mach es deinem Gegenüber so einfach wie möglich. Das heißt, da bekommst du Feedback. Das heißt, entweder du bekommst Feedback zu deinem Angebot oder es funktioniert. Und ich würde immer links starten. Und je sicherer du wirst, desto weiter kannst du dich nach rechts bewegen. Und dann sagt die Person, dann sagen vielleicht 3 von 5 Personen, hey, mir hat das und das gefehlt. Vielen Dank für dein Content-Paket, aber ich habe keine Zeit, jede Woche 3 Stunden mit dir zu sprechen und da war ich raus, weil das zu viel Zeit ist. Das heißt, wenn du, okay, cool, das heißt, du hast doch einen Podcast, das heißt, wenn ich deinen Podcast verwenden würde, um auf Content-Ideen für LinkedIn für dich zu kommen, würde dir das helfen? Oh, das wäre super cool. Und dann merkst du, das Problem bei denen ist der Zeiteinsatz. Das ist das Problem. Nicht das Angebot ist gut, aber der Zeiteinsatz im Angebot, der Aufwand ist zu hoch. Und dann kannst du deine Nachricht so anpassen, dass du sagst, ich habe eine Methode erfunden, dass man ohne Interviews und ohne Zeiteinsatz viralen Content für LinkedIn schreiben kann. Die funktioniert nur bei Leuten, die bereits auf anderen Kanälen unterwegs sind, weil ich den viralen Content aus den anderen Kanälen herleite. Merkst du, was ich gerade mache? Ich nehme das Feedback, baue es in mein Angebot ein und das ist jetzt eine Nachricht, die optimiert ist anhand von Marktfeedback und ich kann dadurch, dass die Nachricht optimiert ist, kann ich mich weiter nach rechts bewegen. Dann habe ich plötzlich eine coolere Copy-Paste-Nachricht, wo dann mein Gegenüber denkt, boah krass, der kennt ja voll mein Problem, der weiß schon vorher, warum ich keinen Zeiteinsatz habe. So, und dann kannst du dich mehr in die Copy-Paste-Richtung bewegen. Copy-Paste funktioniert nicht mehr so, du bist vernetzt und da kommt direkt der Pitch. Das kannst du machen, das wird aber schwer, ist schwieriger, zu einer geringen Schlagzahl. Ich würde immer ein bisschen Ping-Pong spielen, das ist wie Ping-Pong. Bitte keine zu komplexen Fragen am Anfang stellen. Was sind gerade die größten Engpässe in deinem Business? Schlechte Frage, warum? Um dir zu sagen, was bei mir nicht richtig läuft, muss ich dir vertrauen, aber ich vertraue dir nicht. Du bist nur der jemand, der mir was verkaufen will. Verstehst du den Unterschied? Du bist nur jemand, der mir was verkaufen will. Jemanden meinen Schwächen eingestehen, dem muss ich vertrauen. Ich stelle mich unter dich in diesem Ding. So, das heißt, mach einen viel einfacheren Ball. Ey, cool, du bist im Amazon-Bereich unterwegs, du verkaufst Produkte auf Amazon. Ich sehe gerade dieses Pulver für whatever, habt ihr auch andere Health-Foodie-Produkte auf Amazon? Viel einfacher Frage. Ja, wir haben das und das und das. Cool, ihr habt so viele Produkte. Habt ihr auch einen eigenen Shop? Nee, haben wir nicht. Cool, was hat euch da... Ich spiele einfache Bälle. Ich möchte, dass ihr mir die Bälle zurückspielt. Das ist wie Ping-Pong. Was die meisten machen, die kommen direkt mit einem Schmetterball. Was sind eure größten Herausforderungen? Wie macht ihr das und das? Easy. Ich kenne dich noch gar nicht. Warum so eine Frage? So, warum soll ich dir antworten? Und das checken ganz viele nicht. Mach einen einfachen Ball. Wenn du ein bisschen Ping-Pong hast, nimmst du den Lead, der am Anfang kalt ist, wärmst ihn, du marinierst ihn, du massierst ihn warm. Ich nehme immer diese Analogien bei unseren Kunden. Du massierst ihn warm und irgendwann, wenn er warm geworden ist mit dir, hey, hast du Lust, dass wir mal 15 Minuten sprechen? Ich habe 1, 2 Dinge, die bei meinen ehemaligen Kunden bei Amazon SEO super geklappt haben und ich bin mir sicher, dass du die so für dich übernehmen kannst. Viel einfacher. Natürlich habe ich ihn jetzt mariniert und ein bisschen manuell wärmer gemacht, aber die Antwortquote oder die Erfolgsquote ist viel höher. Das heißt, du startest mit der Harpoon-Methode, indem du viel mehr aufwärmst und kannst weniger mit dem Aufwärmen werden. Trotzdem weißt du, was du schreibst und dieses Wissen, was du schreibst, bekommst du als Feedback am Anfang. Und das Ganze würde ich immer machen mit Content. Du hast ergänzend Content auf deinem Kanal, in dem du unterwegs bist. Ich habe jetzt eine LinkedIn-Analogie genommen, das kannst du auf Instagram, das kannst du auf überall Plattformen, wo man Direct Messaging kann, aber das Ganze hast du auch mit Content, weil ich habe es auch zigmal, dass Kunden sagen, ey, nach 2 Monaten hat sich jemand auf meine Erstnachricht von so dann und dann gemeldet. Dann sage ich, cool, weil der dieses Content-Piece so cool fand. Das heißt, Content mariniert deinen Lead weiterhin.
Dein Lead könnte am Anfang skeptisch sein und sagen, oh, wieder so ein Anschreiben. Und in 3 Wochen postest du etwas, was total mit ihm resoniert. Und dann schreibt er dir erst zurück. Das heißt, idealerweise hast du deine Lead-Generierungsmethoden und du hast eine Lane, wo du auch konstant Content postest. Und bitte, eine Plattform am Anfang. Eine Plattform. Und die Plattform, wo sich deine Kunden am ehesten aufhalten. Wenn du sagst, wo halten sich meine Kunden auf? Schau in deine vergangenen Kunden. Wo halten die sich auf? So. Eine Plattform, wo sich deine Kunden aufhalten. Wenn du jetzt sagst, aber Marwan, du hast einen Podcast, du hast einen YouTube-Kanal, du hast Instagram. Ja, ich habe auch Vollzeitmitarbeiter, die daran arbeiten. Ich habe 15 Mitarbeiter. Jetzt mache ich das erst so. Sei nicht auf allen Hochzeiten. Das ist viel zu schwer. Eine Plattform, ein gutes Angebot reicht dir auf mehrere 100.000 Euro im Jahr. Ich sehe es ständig mit unseren Kunden. Das heißt, eine Plattform und so kannst du wirklich Lead-Generierung meistern. So fängst du Lead-Generierung an und das ist nicht kein Theorie-Blabla, das ist nicht aus Büchern, das ist aus der Zusammenarbeit mit über 600 Kunden, das habe ich selber gemacht und jetzt auch ich als Auftraggeber. Das heißt, wenn du in der Harpoon-Methode bist, setz dich sehr mit deinem Lead auseinander. Was macht der? Folge ihm ein bisschen, kommentiere ein bisschen und setze dann zum Pitch an und nicht direkt pitchen. Und wenn du die Massenmethode machst oder die Fischernetz-Methode, müssen die Nachrichten so gut sitzen, dass die Kunden denken, ey krass, ich habe das Gefühl, diese Person liest gerade aus meinem Tagebuch vor. Und dieses Gefühl kannst du nur bekommen, wenn du vorher viele Gespräche geführt hast, viel nach Feedback gefragt hast. Also, du startest mit der Harpoon-Methode und bewegst dich weiter zur Fischernetz-Methode hin. Ich hoffe, das hat dir gefallen. Ich hoffe, das hat dir jetzt nochmal vielleicht irgendwie die Steine ins Rollen gebracht. Wir haben in unserer Beratung mit unseren Kunden komplette Cheat-Sheets dafür, wann sie nachfassen, wie sie nachfassen, Nachrichtenvorlagen, all diese Themen haben wir in unseren Zahlen und Kunden. Wenn du sagst, hey, das klingt spannend, Marwan, du hast jetzt mal irgendwie ein bisschen unter den Rock blicken lassen, ein bisschen irgendwie Insights mitgegeben, wo ich denke, krass, das hat Hand und Fuß, dann kannst du dir, das ist in der Description, kannst du den Termin einstellen, wir schauen, wo du stehst, wo du hin möchtest. Und wenn wir das Gefühl haben, dass wir dich unterstützen können, bieten wir dir die richtige Beratung aus unserer Zusammenarbeit an, je nachdem, wo du stehst. Und no hard feelings, manchmal haben wir auch Leute, denen wir nicht helfen können oder die einfach nicht zu unserer Community, zu unseren Kunden passen, weil wir nicht diese, oh, skalieren bis unser Universum, wir haben einen ganz bestimmten Schlag Menschen, ich bin da echt stolz drauf auf die Community. Das heißt, wenn es nicht passen sollte, no hard feelings, dann sagen wir das direkt oder vielleicht sagst du, ey, das passt mir nicht, auch vollkommen in Ordnung. Das heißt, stell dir einen Termin ein, wenn es spannend für dich klingt. Und wenn du eine Frage dazu hast, stell es in die Kommentare. Vielen Dank für deine Zeit. Wenn du dir was aus dem Video mitnehmen konntest, lass ein Like da, lass einen Kommentar da. Ich wäre dir sehr dankbar und ich hoffe, ich sehe dich beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.